Setz da hin und sei ruhig. Herbert baut, Pat Utzmich und Payback Boy. Präsentiert euch die Spielung. Du quatschen, mach an und siebste Schelle. So, klickst Daumen nach oben und kickst es bis zum Ende, sag ich dir. Sonst klatscht es. So, du mach an die Kiste da. So. Haude, Freunde. So, wir machen mal wieder ein Sniper-Rundchen. Haude. Sniper-Runde. Ja so Hamada ist doch schon immer. Sehr qualifizierte Sniper, sag ich jetzt mal. Oder kann man schon so sagen? Gut, glatt behaupten, ich bin der beste Sniper aller Zeiten im Battlefield. Also ich habe ja, gerade mit den frech. Worten, den du gerade, habe ich gerade ihn im Rennen voll in den Kopf getroffen. Ja, na sag ich ja. Ich habe auch gleich eine Medaille, eine riesengroße Medaille, ging über den ganzen Bildschirm rüber. Schön. Nee, ohne Scheiß. Ja, voll übertrieben. Ja, das werde ich an der Aufnahme sehen. Was ist denn hier? Alter, was ist denn hier los? Boah, was war das denn, Alter? Rückzug? Ich hab keine Ahnung. Ich hab absolut keine Ahnung. Rückzug, ja, definitiv. Ich verkriech mich für den Rest der Runde. Ich bleib bei meinem Enkel, dann bin ich positiv. Hast du einen Sechsfach-Scope oder? Boah. Scheiße. Oh Gott. Was? Stuka? Stuka? Wiederbelebung? Boah, ich bin fast selber tot. Wo bist du denn? Ich seh dich nicht mal mehr. Ich seh dich. Warte mal. Du wirst mir ja nicht angezeigt. Komm mal zurück zu B. Da bist du. Oh, da hinten. Oh Gott, ey, warte, ich komme. Schnell mach. Los, du Scheiß-Sniper-Arschloch hier mit dem Scheiß. Und abgeknallt, das war so klar. Der kommt genau die Straße lang gelaufen in dem Moment. Na schön. Spielst du mit einem Sechsfach-Scope oder mit einem Dreier? Hier. Ich glaube mit einem Sechsfach. Aber ich nehme jetzt einen Sturmsoldaten. Doch nicht Sniper, ne? Nee, erstmal nicht. Probiert mal so. Ich spawn mal hier hinten bei den. Vögeln. Füchel. Dann gehen wir mal. Ihr Plan fällt, Webel. Wenn wir hinten zu G gehen. Ja, ist klar, genau. Wieso steht dann hinter mir irgendeine Hure schon wieder rum? Bastard, ey. Ja, ist doch gut, ey. Das ist ein Wichser, ey, wie der mich da noch verfolgt, ey. Wiederbelebung. Der ist tot, der Typ. Ah, danke. Gut, dass ich genau in deiner Nähe spawnt bin. Ja. Ist natürlich auch eine Dreckswaffe, die du hast mit dem Sniper. Naja, mit der. Ich muss mich erstmal kurz orientieren, Alter. Wollte erstmal zu G gehen. Zu G gehen. Wo ist denn G? Da hinten irgendwo. Ach da, okay, alles klar. Komm mit. Achso, den nehmen sie ja schon ein, wa? Hm. Na gut, dann brauchen wir eigentlich. Aber F. F können wir machen. F ist, glaube ich, nicht mehr weit weg. Das ist hier gleich. Nee, F müsste hier oben hin. Oh. Das ist hier dieses alte Mausoleum, oder was ist das hier? Ja, genau. Da drüben. Tempel. Tempel Nordwesten, ja, fast. Richtig, ja. Mausoleum. Oh. So. Ich würde mich lieber an deiner Stelle hinlegen. Okay. Kann ja mal eine Leuchtfackel werfen, schießen. Die bringt absolut gar nichts. Wie, wenn sie da jetzt nicht? Mit dem Patch den Radius nicht erweitert haben, weil die Radius total klein ist, weil das ein absoluter Witz ist. Ja, toll. Ja. Ja, gleich mal so eine Arschloch-Bombe da platziert. F sind auf jeden Fall irgendwo welche, aber frag mich nicht wo. Da hinten. Ja, genau. Eigentlich ein Kopfschuss, weil er liegt. Ich kann ihn nur im Kopf treffen. Ich kann ihn nur im Kopf treffen, wenn er so liegt. Ja, das ist gut. Das verstehe ich immer nicht. Immer sehr mysteriös. Bizarr. Hä? Ja, okay. Mann, überall ist die Stacheldraht angebracht. Ja. Mann, du kommst hier überhaupt gar nicht durch. Was ist das denn? Da ist ein gegnerisch. Ja, genau. Und hat mich natürlich gleich wieder gesehen. Aber die Schütz hier wird. Der an mir schützt, wird natürlich nicht beschossen. Nee. Da kommt einer. Ach so. Gut. Ah, Sniper ist echt eine geile Klasse. Naja, ich quäl mich jetzt durch die Runden hier wieder. Gucken, ob ich überhaupt einen Kill schaffe. Glaube nicht. Doch, doch. Was sollen wir tun, Feldwebel? Ja, ich glaube, das Ziel. Naja,
Die Runde ist irgendwann vorbei, Robert. Oh, lass mich doch mal mit rein, ey. Kommst. Kannst auch nicht schnell auf die Fahrt, dadurch, dass du jetzt immer den Punkt anvisieren musst beim Einsteigen, kannst du nicht schnell einsteigen, wenn die an dir vorbeifahren. Das war bei Battlefield 1. Außer du hast halt Glück und der fährt genau mit dem Einstiegspunkt an dir vorbei, quasi, ja. Dann ja, aber das, weiß ich nicht, das könnten sie meiner Meinung nach ruhig mal ändern, ja. Ja, ich finde das eigentlich ja nicht so verkehrt, weil genau dann kannst du dann halt nicht jeden... Oh, Gottes Willen. Ja, aber wenn ich hier in der Walachei bin... Retten. Nee, nicht... Naja... Sind sie denn hier? Scheiße, ich bin fast tot, ey. Ach, Gabi ist zu Hause. Gabi ist da? Den anderen mit. Gabi ist da. Da musst du dich jetzt wieder ein bisschen zusammenreißen, ein bisschen beruhigen. Oh, Panzer, Alter. Scheiße. Irgendwelche Befehle, Feldwebel? Soldaten, wir haben Ziel Anton erobert. Ich hab hier einen Panzerwagen. Wenn du da Interesse hast. Nee, habe ich gerade nicht, ehrlich gesagt, weil auf der gegenüberliegenden Seite ein Panzer steht. Oh shit, der mich gerade hier weggewichst hat. Kannst du mich wieder mitnehmen? Boah, ich bin jetzt hier schon fast auf halbem Weg, ey. Wo bist du denn überhaupt? Bei welchem Punkt? Du bist fast 400 Meter weg. Na, okay, auf der anderen Seite der Brücke. Nee, das schaffe ich auch nicht. Ich würde jetzt mal zu D fahren, aber du kannst ja hier spawnen in dem Auto. Da sind noch ein paar Plätze. Oder C. Ich sitze oben am Schlitz. Ja, ich sitze oben am Schlitz. Genau, okay, wieder drin. Ich fahr zu C jetzt. Achtung. Ja. Hallo, Mäuschen. Ja, dann raus hier. Grüß dich. Grüezi. Grüezi mit der Hand. Oh. Boah, nachladen. Was ist das für ein Auto hier neben mir? Ist einer von uns, keine Angst. Oh, ey. Ist ja nur die Reifen. Ja, ich sehe ja nur die Reifen neben meinem Kopf. Kann mal zu D gehen. Bei C kommen gerade welche. Ah, einer hatte auch überlebt. Ich weiß auch, wo der ist, ungefähr da. Und getroffen, und da ist der nächste Bastard. Hat der sich alle tot bei C? Gut. So, das bist du ja nicht hier. Ne, bei C sind sie aber schon wieder. Schon wieder? Ja. Boah, der Bomber, der hat direkt hier die Bombe wieder fallen lassen. Eieiei. Eieiei. Ich glaube, da oben sind die. Ja, Mann. Okay, einen habe ich. Nicht. Aber das war er nicht, ne. Boah, da oben ist der doch. Warum schießt der denn? Alter, da liegt ja einer, den siehst du ja gar nicht da auf dem Boden. Krass. Der ist ja eins geworden mit der Erde. Ah, dich habe ich aber ohne, du Arschloch. Wo sind die denn hier bei C? Oh ne, bei B sind die. Also. Kommt der Medic hier noch an, oder? Ja. Oh, da hinten steht ein Panzer. Panzer. Bei D. Schießt du schon in unsere Richtung? Toll. Alter Robert, was ist denn hier los, ey? Wo bist du denn schon wieder? Ich bin bei B. Hier geht's eigentlich noch, aber der Panzer schießt Scheiße. Schon auf uns von da hinten. Oh Gott, weg hier bloß. Geben wir ach du Scheiße, da kommt ein Panzer zu B. Weg, geh weg. Ja, den meinte ich ja. Mann, Reh noch mal rüber. Reh. Reh. Wie ein Rehkitz rüberspringen. Springen wie Bambi. Oder lecke wie Lassie. Ich sterbe gleich wie Bambi. Ist Lassie nicht umgestorben? Ja. Genau, und ist doch gut. Ja, nein, kann uns nicht ändern. Ist doch gut, Mensch, ich hab's doch verstanden, David. Ist doch gut, wir verlieren jetzt. B, ist doch in Ordnung.
Ach da. Ja, bin ich blind. Eine Hure, ey. Ach, Mann. Ich... Ja. Oh, nee. Ach, nee, warte mal. Da kommt ja noch einer. Schafft er das? Schafft er das? Nee, schafft er nicht. Hab ich schon Inke? Ja. Echt? Cool. Ja. So, eigentlich, das soll erfüllt. Kann ich ausmachen, ja. Und da hinten laufen sie. Ja, du bist Sniper. Und klar, kann ich gesagt. Würde ich, wenn ich sie sehen würde, da ist einer. Und da noch einer. Naja, zwei Leute gleichzeitig kann ich nicht mit drei Patronen. Das wird schwierig. Warte mal. So. Der ist auf jeden Fall da bei euch in der Nähe irgendwo. Also ich sehe ihn nicht mehr, aber meine Leiche ist relativ safe gerade. Ja, ja, natürlich. Und an dem Moment. Ich wusste, dass sie jetzt um die Ecke kommen. Irgendwie hat die Motorin, aber gut, scheiße. Gut. Nicht so schlimm. Für dich sterbe ich. Das finde ich gut. Das ist kein Problem. Also da versuche ich es dann lieber als bei irgendeinem Fremden. Außer jetzt Erik und Mobbel, ne? Ist klar. Also da auch. Aber alle anderen. Grüße. Können wir mal getrost die Grüße da nochmal an der Stelle. Hier kommt ich die Rosette da mal ein bisschen aus. Langrutschen. Ausschlabbern. Also, nee, ausschlabbern. Oh Mann, ey. Viel Spaß dabei. Ja, ja. Schön, dass du ein Bier schiss. Ach, ja. Du hast ja nicht auf Instagram hier den Schnipsel von FIFA, wa? Ja, natürlich. Das ist so lustig. Das ist so deine Lache dabei. Konnte man ja nur lachen. Also in dem Moment schon. Naja, aber was war da auch los mit mir da? Also das war ja auch unterirdisch schlecht gespielt. Ich habe auch die ganzen Schnipsel noch. Die kommen alle in den neuen Trailer dann irgendwann rein. Wenn wir jetzt noch ein paar Battlefield 5 Schnipsel haben, dann... Oh, was ist los? Haben wir genug Stuff, um einen kleinen Trailer mal einen neuen zu machen? Stuf. Haben die an der Grafik gefeilt? Läuft flüssiger ein bisschen, ne? Ja, und sieht auch irgendwie ein bisschen geschmeidiger aus. Ja. Ne? Ich hatte gestern bei Resident Evil, weil mir das so bleich vorkam, mal meine Helligkeit wieder runtergeregelt. Mann, geh hoch hier! Meine Helligkeit war wieder ein bisschen runtergeregelt am Fernseher. Ja. Aber das ganz anders gleich so. War richtig gut. Was haben wir denn jetzt hier? Ohne Befehle kann ich nicht. Bin ich verloren. Na eben, bis kurz, also eine Sekunde vorher war noch D. Ach so. Und das wurde in dem Moment eingenommen und da hat sich der Befehl natürlich erledigt. Ich gehe zu F. Boah, der ist wirklich genau in die Rakete reingerannt, du dumme Sau. Eigentlich war das Ding war eigentlich schon gegessen. Der Tabak war eh schon gekaut. Aber trotzdem. Boah, das Flugzeug. Wahnsinn. Irgendwelche Befehle fällt okay, alles klar. Hoch hier. Hoch hier, kommt man hier hoch. Nee, kommt man nicht. Schade. Scheide. Das ist extrem Scheide. Scheidenkleister, sag ich dann einfach nur. Ja, das ist schon Scheidenkleister. Schön klebrig. Hier ist immer noch der Niveau Befehl, steigt. Also dieses Anfordern von Befehlen hier. Was ist denn mit dem schon wieder los hier? Oh, jemand ist in meine Stacheldrahtbombe reingelaufen, aber nicht gestorben. Ja, Stolperdrahtbombe. Auf wen schießt der? Das ist das korrekte Wort. Ich hab nur gesagt, aber gut, dass du das selber schon verbessert hast. Ist dann doch mal hingekriegt, auf der Reihe bekommen, ja. Die schönen Hinterrücks in den Rücken geschossen. Hinterlistig. So. Weggewichst. Unsere Befehle fällt. Bau die Kiste, Mann! Bauen, ja. Echt, ist schon wieder einer in meine Brandgrad-Dings-Stolperdrahtbombe. 113 Boah, Schaden, shit. Aber der ist nicht gestorben. Das ist, bin ich dumm. Das ist komisch. Kannst du nicht zwei gleichzeitig aufstellen, sag mal eigentlich? Ja, aber ich verteile die ja immer. Was ist denn jetzt bei G los? Ich würde die einfach nebeneinander stellen, so ein bisschen, so dass man sie nicht sieht. Dann hast du auf jeden Fall deinen Kill drin. Ah ja. Das ist ja nur ein Tipp. Ja, nee. Ich muss mich gerade konzentrieren. Ein Lifehack. Ja. Oh, läuft er bei dir? Naja, mit dem Dreifachscope ist ja okay. Das ist ja dann ähnlich wie mit dem Selbstlader.
Wo sind wir denn hier eigentlich? Hier gehen. Kann man auch mal machen. Hier steht ein Fahrzeug übrigens. Wollen wir uns das mal hier nehmen? Nee, das nicht. Mit dem fahre ich wirklich nicht. Ja, aber bevor ich laufe, nehme ich mir das. Mann. Das Einsteigen ist so anstrengend in dem Teil, ey. So, mach. Warte kurz auf mich. Ich denke, du fährst nicht mit dem Fahrzeug. Was ist denn jetzt? Nee, aber ich fahre mit dem Fahrzeug so. Ach so. Ich glaube, sie sind ja auch ein bisschen nachgepatcht. Bei F sind sie auf jeden Fall schon wieder. Sicher? Na, haben wir grad, den hatten wir doch gerade noch, den Punkt. Ich bin mal hier raus. Ah, ich fahre hin. Okay, sieht gut aus. Nehmen wir E ein oder verlieren wir E gerade? F nehmen wir ein. Das ist noch nicht so genau, oder? Ja, ja, aber ich gehe auch um. Schon mal die nächsten. E verlieren wir gerade. Punkte. Aber wie sieht denn das aus? Bin ich mal zu E. Können wir hier, kann man hier durchfahren durch den Stacheldraht mit dem Megafahrzeug? Ja, okay, kann man. Das ist ein Panzerfahrzeug, war, sollte man eigentlich. Oh, ey, der hat eine Steuerung, ey. Ach du Scheiße. Oh Gott, dit. Oh, glaub, raus. Hast du dich doof angestellt, oder? Naja, halbwegs. Ah ja, genau. Die noch. Waffe kannst du auch im Nahkampf. Die kannst du dir direkt in den Arsch stecken, schieben. Im Nahkampf. Kann auch Spaß machen. Die brauchst du nicht mehr. Ursula schreiben, so. Da habe ich Ursula schön verarscht heute. Heute kam ja der Hausmeister, weil die Wassertherme aufgefüllt werden musste. Und ach dann so, ja. habe ich ihr geschrieben, dass er zu uns gesagt hätte, dass wir nächstes Mal früher Bescheid sagen sollen, sonst wären wir gekündigt. Dann habe ich noch so ein erschrockenes Smiley dazu gemacht. Und dann hat sie mir übelst die lange Nachricht irgendwann 2 Stunden später zurückgeschrieben, dass sie mit ihrer Arbeitskollegin geschrieben hat und dass sie das gar nicht machen können. Und hat auch schon Lydia geschrieben, ob die das überhaupt dürfen. Oh, hat sie alle schon in die Wege geleitet? Ich glaube, der Typ, der hatte schon die Klage am Arsch. Und dann, das ist aber auch ein geiler Witz, in Anführungszeichen. Ich habe dann erst so... ich wollte eigentlich schneller schreiben, dass das ein Witz ist, aber dadurch, dass ich das gemacht, krass, ein bisschen gearbeitet habe hier, habe ich dir total... Kannst du mich wiederbeleben? Nee. Habe ich dir total vergessen. Ja. Und dann erst 2 Stunden später. Weiß nicht, wo bist du denn? Hinter dir. Hier? Hinter dir. Ich geh mal zu F, wenn ich hier schon mal gerade bin. Da hinten kommt. Geh doch hinter mal. Mir mit der M1911-Waffe, du Arschloch. An meiner Leiche liegt einer. Hab ich. Sehr gut, kannst du mich wiederbeleben? Ja. Ich bin bei dir. Ach, vielleicht wird der Sniper auch meine neue Lieblingsklasse. Ganz ruhig, das wird schon wieder. Wir wechseln zu Peter Pimmel, also genauso unwahrscheinlich. Ist das so unwahrscheinlich? Ich weiß nicht. Heutzutage. Wie Michaela Schaffrath will sich ja auch eine dritte Brust machen lassen. Michaela Schaffrath. Nein, Michaela Schäfer, wie die heißt, Mann. Meine ich ja. Achso, das war ja. Schaffrath war doch Gina, wa? Gina Wild. Ja. Gina Wild, genau. Michaela Schäfer, ja. Schäfer. Schaffrath. Ja, mal durcheinander gebracht. Ja, schön gewürfelt ihn mal. Wo gehen wir denn jetzt hin? Jetzt bin ich voll durcheinander hier. Ihre Befehle, Feldwebel? Durch die dumme Quatscherei hier komme ich ganz aus dem Tritt. Was ist denn mit ihm los? Wo kommt er eigentlich her gerade? Wo seid ihr? Was ist denn Befehl? Was ist Befehl? C denn, wa? Nee, B. E nehmen sie gerade zurück. War denn ditte? Ja, und kick auf die Karte. Was? Ja, jetzt haben sie. Okay,
Okay, alles klar. Munition, sehr geil. Das hat mich dann da gerade zerwichst hier. Was war denn das? Ja, geh mal die Treppen hoch da, Mann. Nein, du Arschloch. Boah, das ist einer von uns, ey. Gott. Ja. Ja, ich hab dich gerettet, damit gut danke. Gelangt. Danke. Klopp. Du brauchst eine Heilung, wa? Ja. Summer mal auf. Versuch mal auf hier rüber. Summer mal auf. Summer mal auf. Immer mal wieder. Klopp. Och ja. Mann, jetzt der rennt nur mit der M1911 rum. Ich glaube, der will den Dings haben. Den Erfolg. Erfolg. Du bist 60 Meter von mir weg, kannst du mich wieder beleben. Du wirst mir nicht mal angezeigt. Und ich werde gesnipert. Ja, lass es. Und ja, natürlich. Dann willst du das nicht. Wir sind jetzt tot schon. Was ist der denn hier? Warum übernehmen die eigentlich immer die an den die Schützen stehen? Der ist ja nur frei wie ein Scheunentor eigentlich von hinten. Was ist denn nun los? Boah. C schön bei D schon eingeschlagen. Karaffe da. Siebenfester Wein. Griechischer Wein. Nein. Also zu dem. Nee. Dings. Griechischer Wein. Ja, aber ich hab ja gesungen. Siebenfester Wein. Von Dings hier. Ja, aber auf dem gleichen Melodie wie griechischer Wein. Nee. Also, weil wer. Nee? Nee. Sieben fester Wein hört sich nicht ähnlich an wie griechischer Wein. Ich finde, das hört sich sehr ähnlich an. Aber ist okay. Nee. Wenn du da deine Schlüpferstürmer da wieder rausholst. Na hier, wie heißt denn der? Keine Ahnung. Wie heißt denn der Vogel? Oh, Gottes Willen. Boah, den haben sie ja voll weggewichst. Das ist doch nicht. Griechischer Wein. Nee, ich meine den anderen. Roland den Kaiser. Ja, Roland Kaiser, genau. Siebenfester Wein. Das geht ja, aber. Ja, aber ich kümmere mich damit auch nicht aus. So, von gerade ein. Der hat er doch auch gesungen, als er da die Party gemacht hat. Die Firmenfeier. Warum ist denn bei D so viel los? Ist schon wieder? Komm ich nochmal zurück. Na gut, jetzt ist vielleicht noch einer, der hier irgendwo hockt. Dann kann ich diese V-Rakete machen. Ich warte eigentlich nur darauf, dass jemand mal hier irgendeinen Punkt einnimmt, damit ich mal die dringende Anforderung für einen JB-2 Luftschlag auf diese Position. Jetzt kommt er. Airstrike incoming hier. Das Fahrzeug getroffen, 10 Punkte, Wahnsinn. So, hier bei C eingeschlagen, da hat der aber Glück gehabt, hier der Typ. Scheiße, Wiederbelebung in der Nähe von D. Ist hier irgendjemand da? Oh, du bist über 100 Meter weg, geil. Ja, genau. Kriegt das hier auch mal jemand mit? Nee, natürlich nicht. Ja, ich springe ihm genau, ey. Ich springe drei Leuten vor die Füße, ey. Ist klar. Schlecht schon wieder, ey. Natürlich ein Wegspringer. Ah. Scheiße hier. Scheiße ist das.
gewinnen wir jetzt wenigstens noch. Ja. Was macht ihr da? Gewinnen Armada, was ist da? Was ist hier? Keine Ahnung. Hier ist so eigentlich ein schönes Eckchen. Wir haben uns mal breit gemacht. Hat er bald mal mit seinen Dings? Ja, genau. Ich spawn bei dir und werde natürlich als erstes da geknallt. Ach, da hat auch. Hat er dich wenigstens noch? Ja. Ja, hat er mich wenigstens noch. So noch, ey. Rennen wenigstens über eine Stolperdraht-Scheiße. Nee, die haben so noch eine Luft, die springt. Schön. Mann, knall den ab. Knall den ab hier, du Spast. Meine Fresse. Ah, geil. Na komm, ich kann dich wiederbeleben. Ich werf eine Rauchgranate. Mann, los. Was war das denn? Gottes Willen. Das war eine Piat, wenn ich das richtig gesehen habe. Naja. Oh, das ist toll. Du, ich kann dich da leider nicht wiederbeleben. Ah ja, super. Ich bin noch nicht tot. Nee, ich meine den anderen. Ist der tot? Ja, die leben beide noch. Ich glaube, der hat ihn noch wiederbelebt gerade. Ja. Wo sind sie denn hier bei B, Alter? Ich weiß ja nicht, wo ich hin soll. Mann, geh doch mal rüber. Der stellt sich an da wieder, ey. Ja, komm mal schon. Ja, genau. Wieder B. Also willst du mich verarschen? Hier ist ein einziger Gegner und der steht bei mir wieder irgendwo rum. Was haben die da, eine Spawnbase irgendwo? Oder wie? Wo kommt der her auf einmal? Danke. Steh auf. Warum explodiert das Auto hier auf einmal? Was kann... Boah. Macht er mit seinem Flugzeug hier? Achtung, wir verlieren Ziel Bertha. Lad schneller nach. Mann, pissputzig. So geil, als Sunny lässt er ihn liegen, oder was? Ja, voll geil, den eigenen Kameraden lässt er als Sunny liegen. Ruft nicht schlecht, aber läuft. Boah. Sind die denn hier, Mann? Ja, jetzt nehme ich die Leuchtfackelin in dem Moment. Vollidiot. Hast du den auch gesehen, den ich da gerade abgeknallt habe? Ach, du hast den abgeknallt, ja, sehr gut. Hä? Ja. Jawohl. Gewonnen? Jo, na klar. Na klar, also war ja eigentlich von vornherein abzusehen, das würdet ihr gewinnen. Sehr gut. Positiv sogar. Die Runde war ja nicht so verkehrt. Weil der Angeber da mit seiner vergoldeten Waffe da. Ist die vergoldet oder ist das einfach nur grün? Nee, die ist Gold. Nö, die ist Gold, einfach mal so entschieden. Glaub ich schon. Oh, über 10.000 Punkte mit dem Sniper. Naja, ist doch gut. Ich bin zweiter, Robert. Du bist fünfter. Wahnsinn. Mhm. Gut, nicht schlecht. Sniper wohlgemerkt da. Naja. Naja, bei der Kill-Verlust-Rate, da habe ich mich schon, da muss ich mich mit abfinden. Da bin ich ein 1-0er-Kandidat. Da komme ich auch nicht drüber. Das ist halt so. Das war schon immer so. Naja. Das war bei Battlefield 1 auch schon so. Gut. Na denn. Ich spiele halt für Team und nicht für mich selber. Ja, tschüss. Ja. Bevor du jetzt hier noch einen Roman quatscht, können wir erstmal beenden, dann kannst du ja noch weiter erzählen.